Ja, seltsam alles. Fragen wir mal den Politikwissenschaftler Thorsten Oppeland. Ich grüße Sie ganz herzlich in Jena. Guten Tag. Größeren Schaden kann man sich eigentlich nicht zufügen, als solche Ankündigungen zu machen derzeit, oder? Ja, das passt so ein bisschen ins Bild und in die Linie der Entscheidung, also von dem Heizungsgesetz angefangen bis jetzt zu dieser Entscheidung, beziehungsweise überhaupt vorher schon dem Verfassungsgerichtsurteil. Das macht so ein bisschen den Eindruck, ja, was wir im Grunde damals auch bei der Schröder-Regierung hatten in den ersten Jahren, das, wo sich so ein Bild durchgesetzt hat, die können es nicht. Das heißt, dann kommen wieder 16 Jahre CDU-geführte Regierung und dann ist mal wieder Zeit für Wachwerden oder für Abspecken? Naja, das wäre sicherlich etwas zu früh, um das jetzt schon zu sagen, ob das wieder 16 Jahre werden. Aber im Moment sind die Umfragen ja recht eindeutig, was die Zustimmung zur Ampelkoalition angeht. Und auch die Wahlergebnisse in den Bundesländern in den letzten Monaten sind eindeutig gewesen. Also insofern ist es schwierig. Aber zumindest die Grünen und die SPD stehen doch noch ziemlich fest hinter ihren Spitzenleuten. Also da scheint bis auf jetzt einige sachliche Differenzen kein Aufstand oder irgendwie sowas bevorzustehen. Etwas interessanter wird jetzt die Abstimmung in der FDP, die Mitgliederbefragung, wie man dort zur Ampel mittlerweile steht. Ja, zumal man dann natürlich solche Entscheidungen wie E-Autos oder auch Landwirtschaft gerade bei der FDP wahrscheinlich eher Wunden nochmal aufkratzt oder aufgekratzt bekommt, oder? Ja, genau. Das sind ja gerade Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, die zum Teil zumindest der FDP traditionell durchaus nahestehen. Gerade in der Landwirtschaft, obwohl da die Nähe zur Union wahrscheinlich doch insgesamt größer ist. Aber insgesamt Freiberufler, gerade diese Entscheidung mit den E-Autos, das betrifft ja nicht nur Privatleute, sondern auch kleinere Firmen, die möglicherweise überlegt haben, umzustellen und die jetzt kurzfristig größere Kosten einkalkulieren müssen. Ja, das sind Dinge, die schon bei den Wählern für um einiges an Unwillen und Unzufriedenheit sorgen. Ja, und der Kanzler steht ja über allem und sagt, ja, macht euch keine Sorgen, kriegen wir alles hin. Und dann sind aber solche, wir nennen es mal Fehler, manche sagen auch dazu handwerkliche Fehler. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Hatten die jetzt zu wenig Zeit oder können sie es nicht, wie andere Kommentatoren zum Beispiel es beschreiben? Ja. Nein, das ist so ein Eindruck, der sich festsetzt. Das stimmt natürlich. Aber schauen Sie, ich sitze ja hier in Jena und beobachte vor allem natürlich auch die Thüringer Landespolitik. Und das Erstaunliche ist, wenn man sich jetzt die Haushaltsverhandlungen ansieht. Hier in Thüringen ist das dergestalt gelaufen, dass sich die beiden Spitzen, nämlich der Ministerpräsident und der Oppositionsführer, zusammengesetzt haben und ausgekaspert haben, was jetzt die notwendigen Kompromisse sein würden, um einen Haushalt, um die notwendigen Stimmen für die Minderheitsregierung, für deren Haushalt von der Opposition zu bekommen. Und in Berlin auf Bundesebene ist das im Grunde ganz ähnlich gelaufen. Da haben sich die drei Spitzen der Koalition zusammengesetzt im Kanzleramt und haben verhandelt, wie sie diesen Haushalt zustande bringen. Im Grunde hat man den Eindruck, Mehrheits- und Minderheitsregierung unterscheidet sich gar nicht so sehr, weil die Opposition in der Ampelkoalition mit drin sitzt. Ja. Ja, aber es wird ja, da hat ja nun auch der Herr Wiese, der SPD-Vize-Fraktionsvorsitzende ist, mit Recht darauf hingewiesen, die politische Einigung ist nicht die Einigung dieser drei Spitzen, sondern der Haushalt an sich wird im Bundestag gemacht. Und das könnte den Herren dort oben noch um die Ohren fliegen. Womit rechnen Sie? Damit rechne ich nicht. Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Also das wäre ja dann wirklich ein Krisenfall, der zum Ende der Ampel führen könnte. Ja? Also dass die Abgeordneten so weit gehen werden, dass sie ihre eigene Führung dort im Regen stehen lassen, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Ganz kurz noch, dieser FDP-Mitgliederentscheid steht ja auch noch aus. Da sehen Sie da ja, Zündpotenzial oder sagen Sie, das läuft schon? Das ist sehr schwer von außen einzuschätzen. Also was man so hört und liest, ist, dass die Stimmung in der FDP schlecht ist. Und das fällt natürlich irgendwo, so unumstritten Lindner innerparteilich sein mag,
sein damaliger Spruch, lieber nicht regieren als schlecht regieren, der fällt ihm jetzt natürlich in gewisser Weise auf die Füße. Ja, klares Wort, klares Schlusswort zu diesem Thema. Ich danke ganz herzlich erst einmal Professor Oppeland. Amen. Ja,